herzlich willkommen zurück zu mir, zu Petwoman. Das bin ich, Patricia. Wie schön, dass du wieder da bist oder wie schön, dass du hier bist. Keine Ahnung, wenn du das Video angezeigt bekommst. Es freut mich sehr, dass du da bist. Ich war einmal im K-Shop in Bad Homburg, also im koreanischen Supermarkt. Dann beim Venus, das ist ein italienischer Supermarkt in Frankfurt. Der Kai war beim Penny und beim Aldi und wir haben noch sozusagen Nachbarschaftsshopping bei meinen Eltern gemacht. Da haben wir auch noch mal kleine Leckereien gekriegt, deshalb haben wir vom Wochenmarkt diese Woche nichts gebraucht, weil wir noch so viel da hatten. Ich fang beim K-Shop an, weil das die aufregendsten Sachen sind und wir fangen natürlich mit den aufregendsten Sachen an. Also es wird ein echt großer Food-Haul. Wir haben super viel gekauft, aber das ist, wenn zwei Leute für zwei Leute einkaufen gehen, dann kriegt man Sachen für vier raus. Macht Sinn, ne? Ja. Also der koreanische Supermarkt, ich war da mit einem sehr guten Freund von mir und der hatte noch zwei Freunde dabei und die eine Freundin sozusagen von ihm ist mit einem Koreaner verheiratet und der war mit und der hat sozusagen dann immer die Sachen, die wir gekauft haben oder die wir, wo wir waren, so, hä, ist das gut? War er so, ja, ist gut. einige Sachen kenne ich auch aus anderen Supermärkten, andere Sachen sind mir komplett neu. Die wollte ich unbedingt ausprobieren und ich würde sagen, wir fangen mit den frischen Sachen an. Da habe ich auch nur eine Sache. Ich habe mir frische Sesamblätter gekauft. Kann man wohl einfach in die Frühlingsrollen reintun, Sommerrollen reintun und dann so essen. Bin ich ganz aufgeregt, wie das schmeckt. Dann machen wir direkt weiter mit den Sommerrollen. Und zwar sind es Sommerrollen mit weißem Sesam. Da bin ich ja super aufgeregt zu, okay. Dann habe ich mir eine kleine Packung Seetang-Snack mitgenommen, weil die, ich meine, klar, da ist super viel Zucker drin und auch, nee, Zucker nicht, Salz, meinte ich. Ist auch echt viel Salz drin. Also das wirklich nicht in Mengen essen, nur immer mal eins und dann ist es gut. Wie bei so vielen Sachen. Und dann habe ich mir noch so eins mitgenommen. Auch so Algenblätter, frittierte Algenblätter mit so spicy. Fand ich ganz aufregend. Wollte ich ausprobieren. Wir werden sie ausprobieren. Dann habe ich mir Miso-Paste mitgenommen, weil ich werde mir mal so eine Miso-Suppe machen mit Pak Choi und Frühlingszwiebeln und dann habe ich noch was anderes, was ich gleich zeige. Genau, also Miso-Paste. Da habe ich mir dann hier so Reissticks mitgenommen. Also eigentlich sind es Reisfadennudeln. Ich fand das super geil, weil die halt so breit sind und ich die auch so gar nicht so kannte. Ich glaube, weil die sind, normalerweise sind die ja immer so gebogen und dann sind die so ultra lang. Aber ich glaube, die sind kurz und das finde ich total cool. Die werde ich dann auch in die Miso-Suppe mit reintun. Eventuell mache ich da auch die Sesamblätter mit rein. Mal gucken. Wird eine ganz aufregende Suppe. Dann habe ich gefunden, das sind getrocknete Tofu-Knoten. Und drin sind nur Sojabohnen. Ja, also ich glaube, die werde ich auch einfach nur in die Miso-Suppe reintun. Also hier steht auch drauf, wie man sie macht. Man lässt sie aufkochen sozusagen und dann kann man die einfach auch in die Suppe mit reintun. Fand ich total fancy, wollte ich auch unbedingt ausprobieren. So, dann was ich auch, also ich meine, in der Theorie kenne ich es, aber das ist jetzt Vegan Pork Cutlets, also wie Schweinekotlets. Ja, werde ich auch mal ausprobieren, kann man ja auch schön in die Miso-Suppe reintun. Dann hatte ich mir noch ein Getränk mitgenommen und zwar so ein Kokosnusswasser. Das habe ich aber schon getrunken. Dann hatte Maxi mir hatte gemeint, das wäre das beste Sesamöl, was es geben würde. Das ist auch wirklich, das nur Sesam drin. Das würde richtig krass nach Sesam schmecken. Die Sesamöle, die man bei uns im Supermarkt bekommt, die wären nicht so krass. Ich bin sehr gespannt, es war auch super teuer. Also ich glaube, die kleine Flasche hat jetzt 7 Euro gekostet. Aber ich meine, es ist Sesamöl. Also darf man ja auch nicht vergessen.
Dann hatten die auch Kikkoman. Kikkoman hat meine liebste Sojasauce, und zwar die glutenfreie. Die gibt es auch in salzreduzierter Form. Also Kikkoman hat super krass viel Auswahl und auch eine relativ gute Qualität. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, Bio ist es leider nicht, aber ja. Also noch besser ist natürlich die von Alnatura. Mhm. So, dann habe ich vom Kai noch ein Getränk mitgenommen, und zwar ein Reiswein Banana Macgeoli. Macgeoli? Ich weiß es nicht, was richtig ausgesprochen ist. Aber so sieht es so dunkel. So sieht das Ganze aus. Wie gesagt, ist Reiswein, also ist mit Alkohol. Ich bin gespannt. Und dann habe ich ihm noch ein Tamarind-Erfrischungsgetränk mitgenommen, weil er mag gerne Tamarind. Also von daher kann das ja nur gut werden. Und für diesen ganzen Zauber hier, ich meine, da ist super viel Shishi dabei, super viel Schnickschnack, was irgendwie halt vieles 5 Euro schon gekostet hat, habe ich 60 Euro ausgegeben. Ich weiß, es ist nicht wenig, aber ich werde auch nicht so oft dahin kommen, und viele Sachen sind ja auch für den Vorrat. Also die Frühlingsrollenblätter bzw. die Reispapierblätter, die halten, die Vegan Pork Cutlets halten, es hält alles. Genau. Und die Miso-Paste eh, davon hat man super lange. Die muss man nur aufbrauchen. Das ist dann eher, weil ich meine, die ist viel zu teuer, als dass man sie schimmeln lässt. Ach genau, ich habe noch was. Wo ist es hin? Ah, da ist es. Das ist, genau, eingelegte Sesamblätter. Die kann man dann auch einfach entweder in die Nori-Blätter reintun mit Reis und dann so snacken. Oder man macht es auch einfach ins Reispapier rein und kann sich dann eine super fancy Sommerrolle machen. Genau. Also, dafür habe ich 60 Euro ausgegeben. Dann war ich noch beim Venus, also beim italienischen Supermarkt. Da darf man immer nicht vergessen, es ist ein Großhändler. Also macht es natürlich Sinn, wenn man viel mehr Mengen nimmt. Dann ist es nicht unbedingt günstiger, aber er hat schon, gerade was die Nudelauswahl angeht, schon eine sehr krasse Auswahl. Also es ist wirklich wie im italienischen Supermarkt. Und es war schon cool. Und er hat meine Lieblingsnudeln und dann auch noch glutenfrei gehabt. Und dann waren sie noch im Angebot, und zwar die Rummo. Und die habe ich einmal als Fusilli und einmal als Penne mitgenommen und als Spaghetti. Und die haben jeweils, ich glaube, 2 Euro oder so gekostet. Also waren im Angebot. Normalerweise kosten die, glaube ich, knapp an die 3 Euro. Und mega. So, dann gibt es heute Abend bei uns Pinsa. Und oh, ich darf das nicht so häufig hier. Da gab es einen Pinsa. Teig schon fertig, also so ein Pinsa-Rolling, und ja, ich finde das sehr aufregend. Ich habe gestern auch Pinsa gegessen. Von Pinsa kann man auch nie genug bekommen, also nichts für Leute mit Gluten. Genau, die werden wir heute Abend machen. Das sind 2 Stück, also 2 Riesen-Proma, weil ich denke, wir werden die nicht komplett essen, und dann haben wir für morgen noch was. Das ist dann perfekt, und für auf die Pizza bzw. Pinsa drauf habe ich mir noch auch vom Venus Löwenzahn mitgenommen. Fand ich irgendwie richtig cool, dass sie das hatten. Der kommt dann einfach wie Rucola oben drauf. Finde ich mega. Ich liebe Löwenzahn. Also, give it a try. Man kann es auch sehr gut in Smoothie reintun. Sehr gut in deine Müsli Bowl. Sehr gut in Salat. Ist heimisch. Wächst überall, solange es nicht irgendwo auf der Auto, also an der Straße oder wo Hunde langlaufen, sondern, weiß ich nicht, wenn du Glück hast, hast du einen Garten, dann aus dem Garten. Ist ein Superfood. Genau, bei Venus habe ich nicht so viel ausgegeben, 15 Euro. Da hatte ich noch so 2 kleine San Petrino, die sind aber schon weg. Und genau, da habe ich diese 15 Euro ausgegeben. So, dann machen wir mal weiter. Ich muss mal kurz hier rutschen. Bei der Ausbeute von meinen Eltern, der Nachbarsgarten. Da haben wir einmal eine riesen Portion Tomaten gekriegt. Wieder Variation aus allen, klein, groß, mittel. Ochsenherz, keine Ahnung, alles mögliche, super lecker, freue ich mich mega drauf, kann man auch super gut in die Bowl, auf die Pinsa drauf, könnte man rein theoretisch auch in die Sommerrollen reinmachen, kann man überall rein. Dann gab es noch 2 kleine Gurken, dann nochmal eine Aubergine und nochmal 3 Paprika. Und meine Eltern, die sind nämlich jetzt im Urlaub, haben
uns noch eine Süßkartoffel mitgegeben, weil die hatten sie noch. Und bis sie wahrscheinlich wiedergekommen wäre, wäre die kaputt gewesen. Dann hat sie uns gesagt, hier, geben sie dir. Genau. Das hat mich ein Danke gekostet und genau. Da haben wir jetzt noch ein bisschen was. So, dann war der Kai, wie gesagt, beim Aldi und beim Penny. Und da hat er auch noch mal Gemüse geholt. Ich stelle das mal kurz hier oben hin. Oh Gott, ich gehe immer weiter weg. Ja, bin ich noch drauf? Ja, aber sehr weit hinten. Also wir haben zweimal Stangensellerie mitgenommen. Für meinen Selleriesaft, den wir momentan jeden Morgen trinken. Und der war auch im Angebot für 99 Cent. Dann für auf die Pinsa drauf hier einmal so Peperoni. Und noch ein paar Pfirsiche hat der Kai sich mitgenommen. Die werden wir gleich mal snacken, damit die nicht verkommen. Das war's aber, der Rest ist noch von letzter Woche. Dann haben wir auch für die Pinsa einmal Plant-Based Mozzarella mitgenommen. Voll crazy. Oder Mozzalino, weil man darf das ja nicht Mozzarella nennen. Das bin ich sehr gespannt. Dann auch noch pflanzlich lecker Reibegenuss zum Streuen, auch für auf die Pinsa drauf. Ich denke, da hat Kai auch einfach Hunger gehabt. Er hat sich vegane Chunks oder für uns vegane Chunks mitgenommen für irgendwann mal abends oder für Mittagspause, weiß ich jetzt nicht. Dann auch für auf die Pinsa, ich weiß gar nicht, was da noch alles ist, wird eine riesenbelegte Pinsa werden. Champignons. Dann hier Plant-Based Salatwürfel, finde ich auch super spannend. Kann man auch sehr gut in Hirsesalat machen mit so ein bisschen Peperoni, Tomate, eventuell der Süßkartoffel. Finde ich sehr lecker. Dann trinken wir momentan jeden Morgen einen Bulletproof Coffee. Ich die vegane Variante, der Kai die mit Butter. Deshalb durfte da einmal für ihn Butter mit. Dann hat der Kai sich Heidelbeeren mitgenommen. Ich habe noch ein bisschen Joghurt da. Könnte man auch gleich noch einen Snack machen. Dann für meinen Selleriesaft brauche ich auch noch Äpfel. Da durften Äpfel noch mit. Und ich glaube, für das Ganze haben wir um die 30 Euro ausgegeben. Ich weiß es aber nicht mehr ganz genau. Also es ist wirklich ein XXL Food Hall. Das ist, wenn halt, wie gesagt, zwei Leute relativ kopflos einfach losrennen und kaufen. Beziehungsweise ich wollte bei dem Korean Shop gar nicht so viel kaufen. Aber dann war es irgendwie so cool und hatten so viel Zeug und ich war so, okay, das noch und das noch und das noch. Ja. Und was wir nächste Woche zu essen machen, packe ich unten in die Infobox rein. Ich habe schon ein paar Sachen, habe ich schon gesagt. Ich muss aber nochmal gucken, was es wirklich dann explizit wird. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Ein wunderschönes Bergfest. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Und ich sage bis dahin. Und ich drück dich. Und ich wünsche dir was Schönes, dass es dich gibt. Auf dich, aufs Leben. Und ich bin dankbar, dass es dich gibt. Bis dann. Bye.